Frühling war ja schon da und man dachte so, oh ja, jetzt wird alles ganz schön warm und alles blüht und so weiter. Irgendwie ist da bei uns auf jeden Fall die letzten Tage überhaupt nicht mehr da gewesen. Es war dunkel und kalt und naja, nicht so schön. Trotzdem hoffe ich, dass das Wetter wieder ganz, ganz, ganz bald ganz schön wird. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch heute doch mal meine Lieblingsblushes für den Frühling. Eigentlich hatte ich mir ursprünglich überlegt, Blushes und Lippenstift in einem Video zu tun, damit man auch so ein bisschen die Kategorien schauen kann und welche zusammenpassen. Aber, naja, wie es halt nun mal so ist und wie ich nun mal bin, ich kann mich da noch nicht entscheiden. Und ja, ich habe eine riesige Sammlung und da möchte ich euch auch einfach viele Sachen zeigen. Und irgendwie hat man ja auch oft nicht so die Chance, alles zu zeigen, was man schön findet, weil die Videos sind ja nun mal nicht 5 Stunden lang, leider, leider. Deswegen mache ich das heute so, ich zeige euch meine Blushes heute, alle für den Frühling. Und dann kommt dann ein zweiter Teil am Freitag online, also in 2 Tagen, mit meinen Lippenstiften. Und zwar habe ich das aufgeteilt in 3 Kategorien. Die erste Kategorie sind so rosa-pink-Töne, die zweite Kategorie sind eher so pfirsichfarbene, ganz leichte Peach-Töne. Und die dritte Kategorie sind dann eher so wirklich schöne, knallige Orange bis hin zu Rottönen. Alles halt für die Wangen. Und da sind verschiedene Finishes dabei, Drogerie und High-End. Und ja, ich denke mal, da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei. Ist natürlich alles nur Inspiration, aber ich finde gerade so die Blushfarbe ändert sich doch im Frühling sehr. Und ich liebe Blush und ich glaube, jeder von euch liebt Blush. Deswegen, let's go! Es sind relativ viele Produkte, deswegen probiere ich mich kurz zu fassen, so wie es mir halt möglich ist, mich kurz zu fassen. Ihr wisst es, ich habe da ein kleines Problem. Das erste Rouge, was ich im Frühling als allererstes auspacke, ist von MAC die Farbe Dainty. Ich finde, das ist ein Ton, den man durchaus das ganze Jahr tragen kann, aber gerade im Frühling finde ich ihn sehr schön und zwar ist es ein Mineralized Blush. Und das ist ein perfekter Alltagston. Also für jeden, der sagt, er möchte nicht für jede Jahreszeit und von jeder Farbkategorie verschiedene Rougefarben haben, sondern er sagt, er möchte einfach eins haben, was zu allen Lippenstiften passt, zu allen Lidschatten, einfach so ein Allround-Produkt, dann ist das auf jeden Fall Dainty. Dadurch, dass es ein Mineralprodukt ist, ist es sehr, sehr schön im Auftrag. Die Farbe ist ein ganz leichtes Rosa mit einem ganz kleinen Peach-Einschlag. Das kommt aber auch auf die Hautfarbe drauf an, wie es dann bei euch rauskommt. Er ist sehr leicht im Auftrag, man muss keine Angst haben, sich zu overblushen, es sei denn, man gibt irgendwie 6 Schichten drauf. Aber wenn ihr wirklich ganz leicht in die Haut einarbeitet, gibt da so eine schöne Frische. Man hat diesen rosa Stich, aber man sieht einfach nicht zu angemalt aus. Und ja, das ist einfach so ein Allrounder, den ich einfach immer, immer liebe. Jetzt komme ich zu einem Rouge, was ich schon sehr, sehr viele Jahre liebe und einfach für mich so das perfekte Mädchenrosa ist. Und zwar ist es von Estee Lauder die Farbe Pink Tease. Das ist ein Satin Finish. Für alle, die nicht ganz sicher sind, was ein Satin Finish ist, das ist ein Produkt, was im ersten Moment matt wirkt, aber sobald man es aufträgt, hat es so einen ganz, ganz schönen Sheen auf der Wange. Sprich, man hat so eine leichte Bewegung auf der Wange, aber es ist auf keinen Fall grober Glitzer oder irgendwie total extremer, aufdringlicher Glow. Und das ist auch eigentlich das Finish, was ich am liebsten mag bei einem Blush, wenn es so ein bisschen satiniert ist. Ich finde, das ist einmal sehr schön frisch und lebendig, aber halt nicht zu doll. Und gerade wenn man auf rosane Töne steht, ist das wirklich eine wundervolle Farbe. Wenn ich mir dann aber sage, ich möchte heute ein knalliges Rosa, schon so ein bisschen in die Kaugummi-Richtung, dann greife ich zu MAC Pink Swoon. Das ist ein Sheer-Tone Blush, was man sehr schön aufbauen kann, aber matt ist. Also gerade wenn man sagt, man möchte es eigentlich wirklich lieber ein bisschen zurückhaltender auf der Wange, man mag nicht so gerne Glow, dann sind diese Sheer Tone Blushes von MAC total schön. Es ist wirklich ein straight up rosa Kaugummi Pink. Ich finde es aber wunderschön auf der Wange. Es ist wirklich sehr, sehr samtig und lässt sich schön in die Haut einarbeiten. Wenn ihr sagt, ihr möchtet genauso eine Farbe haben, aber nicht so viel Geld für eine Rougefarbe auszugeben, dann habe ich ein perfektes Dupe für euch. Und zwar von e.l.f. ein Blush in der Farbe Pink Passion. Die Farben sind wirklich identisch, gerade auf der Wange, man merkt überhaupt keinen Unterschied, sie haben auch das gleiche Finish. Ich habe mal ein komplettes Video zu e.l.f. Produkten gemacht und eine Liebeserklärung an diese Marke gesprochen, weil ich diese Marke einfach total schön finde. Die Produkte sind wundervoll, ich verlinke es gerne unten in der Infobox. Besonders im Frühling und im Sommer liebe ich Cremeprodukte, das Gesicht wirkt einfach lebendiger, man hat so eine total natürliche Frische im Gesicht und daher liebe ich auch von Laura Mercier die Cremeprodukte und da habe ich einmal ein Creme-Blush in der Farbe Oleander.
Das ist ein sehr, sehr schöner Rosenholzton, der aber nicht zu sehr ins Bräunliche geht, dass man ihn eher so im Herbst trägt, sondern er hat wirklich noch einen riesengroßen rosa Anteil, der total frisch im Gesicht aussieht und man kann die super leicht verblenden. Ich liebe, liebe, liebe die Creme-Produkte von Laura Mercier und das ist ein riesengroßer Favorit. Last but not least, in der pinken Kategorie liebe ich es aber auch, knallige Pinktöne zu tragen. Ich trage dann ein ganz neutrales Auge, vielleicht nur einen ganz leichten Gloss und da liegt dann wirklich der Fokus auf den Wangen. Und da habe ich von Tom Ford die Farbe Narcissist. Das ist wirklich ein sehr schreiender Pinkton. Man kann ihn nicht anders beschreiben. Hat so einen leichten Fuchsia-Unterton, sprich er geht so ein bisschen in die blaustichige Richtung, was ich persönlich sehr schön finde. Also er ist relativ kühl. Auch hier die Farbabgabe, ich meine, ich muss nicht viel dazu sagen, es ist halt Tom Ford. Die Farbabgabe ist einzigartig, es lässt sich verblenden wie Butter. Ich kann nichts Besseres sagen, als falls ihr mal wirklich sagt, ihr möchtet in ein total krasses, luxuriöses Produkt investieren. Die Blushes sind wirklich wundervoll. Jetzt wandern wir in die peachige Pfirsichrichtung und ich weiß, viele mögen es gerade im Frühling, Sommer sehr peachig und sehr korallig auf den Wangen. Und ich gehöre auch dazu. Auch hier wieder ein Produkt von e.l.f. Ich liebe diese Marke. Ihr müsst euch auf jeden Fall das Video angucken und dann auf den Online-Shop gehen. Ihr müsst nichts kaufen, aber geht einfach mal gucken, es sind wirklich tolle Produkte. Und da habe ich von e.l.f. das Mineral Blush in Coral. Das ist der schönste Pfirsichton, den ich besitze. Also gerade wenn ihr sagt, ihr mögt nicht so Koralle, das schon so ein bisschen mehr Orangeanteile hat, dann ist das wirklich perfekt, weil es wirklich einfach nur Pfirsich ist. Dadurch, dass es ein Mineralprodukt ist, gibt es der Haut auch Feuchtigkeit, also es trocknet auch die Wangen nicht aus. Man kann es sehr schön mit einem Stippling Brush auftragen. Und ich liebe diese Mineralprodukte von e.l.f. Ich finde die Farbe einfach total schön, gerade wenn man sagt, man mag es nicht so wawawum auf der Wange, man mag es eher so ein bisschen zurückgenommen, dann ist das auf jeden Fall eine wundervolle Farbe. Ich bleibe mal im günstigen Preissegment, das ist jetzt gerade eher eine Markenempfehlung mehr oder weniger. Und zwar bringt Essence ganz, ganz wundervolle Cremeprodukte und auch Puderprodukte in deren LEs raus. Im Standardsortiment bin ich da jetzt nicht allzu zufrieden oder so jedes Mal total wow. Aber gerade wenn ihr mal LE-Aufständer seht mit so schönen Koralltönen, die haben da wirklich eine 100% Rate, dass die schön sind. Ich habe ja noch nie eins gehabt, was nicht toll ist. Das war aus der Floral Grunge LE, das war aus dieser Me and My Ice Cream LE. Das ist ein Creme-Blush, das ist ein normales Puder-Blush. Die Farben sind so, so wundervoll. Also nur nochmal so eine kleine Farbinspiration und falls ihr da mal irgendwelche LEs seht, schaut euch die auf jeden Fall nochmal genauer an. Das ein oder andere Hype-Produkt darf natürlich nicht fehlen und da habe ich einmal von NARS den Blush in Orgasm. Der ist hier oben. Ich glaube, viele von euch kennen ihn, viele von euch haben ihn wahrscheinlich. Ich mag ihn sehr gerne. Ich weiß nicht, ob dieser total krasse Hype so berechtigt ist, muss ich auch sagen. Es ist eine schöne Farbe, aber ja, ich weiß auch nicht. Es gibt halt auch 5 Millionen andere schöne Farben, aber das ist natürlich immer alles Geschmackssache. Orgasm ist so eine Mischung aus Pink und Koralle, je nachdem, was man für einen Hautton hat. Und er hat einen sehr extrem goldenen Schimmer. Also man hat doch total viel Glow auf der Wange. Da würde ich auf jeden Fall keinen Highlighter empfehlen. Falls ihr sagt, ihr möchtet die Farbe gerne haben, es euch aber zu teuer ist und ihr keine Lust habt, so viel Geld dafür auszugeben, könnt ihr euch auch einfach von Sleek die Farbe Rose Gold kaufen. Das ist ein 1:1-Dupe dafür. Ich finde ihn noch ein bisschen koralliger, so ein bisschen peachiger vielleicht, aber auf der Wange, ganz ehrlich, merkt kein Mensch den Unterschied. Und ja, das ist natürlich auch eine schöne Frühlingsfarbe, die man haben sollte. Man kann nicht genug pfirsichfarbene Cremeprodukte haben. Ich finde sie einfach so wundervoll auf der Wange. Sie sind automatisch so der absolute frische Kick. Und zwar habe ich da auch nochmal eins von Laura Mercier in der Farbe Canyon. Das ist ein sehr, sehr schöner Pfirsichton, der noch ein bisschen mehr braune Untertöne hat. Ich finde die Farbe C, ich habe nämlich leider keinen Platz mehr, um irgendwelche Swatches zu machen. Ich finde, es ist gerade eine Farbe für Frauen, die vielleicht ein bisschen älter sind und sich sagen, okay, ich möchte es nicht mehr total knallig auf der Wange, ich bin nicht so der Freund von Pink oder extrem Koralltönen. Das finde ich ist eine sehr erwachsene Rougefarbe, aber auch hier wundervoller Pfirsichton, der noch ein bisschen tiefer ist. Wenn man es dann doch lieber ein bisschen knalliger und ein bisschen koralliger möchte auf der Wange, habe ich auch hier ein Cremeprodukt von Bobbi Brown und zwar ist das die Farbe Calypso Coral. Das ist ein Produkt, was es immer noch gibt. Das wurde nur irgendwann repackaged. Ich habe noch das zum Rausschrauben. Man kann das auch auf die Lippen verwenden. Ich finde, auf den Lippen funktioniert es überhaupt nicht. Aber auf der Wange ist das einfach der perfekte Korallton. Super frisch, super schön und man kann ihn auch total toll verblenden. Pfirsich und Koralltöne haben wir hinter uns gelassen. Jetzt sind wir in Kategorie 3 angekommen, wo ich doch so ein bisschen mehr
Orange- bis Rottöne habe. Und die erste Farbe ist von Estee Lauder. Ich liebe die Blushes. Die sind einfach so, oh Gott, die sind so grandios. Das ist die Farbe Wild Sunset. Das ist ein Schimmerfinish. Und das ist für mich auch eine Farbe, die so ein bisschen mehr erwachsen ist. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Die Farbe ist einfach etwas weniger verspielt, aber hat auch noch eine wunderschöne Farbabgabe. Passt auch sehr gut zu Nude-Lippen und dadurch, dass es ein Schimmerfinish ist, hat man automatisch auch noch einen Glow auf den Wangen, was aber nicht zu krass ist. Eine Lieblingsmarke von vielen ist der Benefit. Ich mag Benefit auch sehr gerne und da habe ich einmal Sugar Bomb. Das ist für mich auch eine wunderschöne Farbe, gerade für die wärmere Jahreszeit. Es sind vier verschiedene Farben. Man hat ein sehr schönes, knalliges Orange, ein bisschen mehr was Pfirsichfarbenes und dann hat man hier auch noch so einen Mauve-Ton. Und wenn man die alle zusammenmischt, hat man einen wunderschönen Glow auf der Wange, der aber auch nicht zu krass ist, also nicht so Orgasm Glow, sondern man hat einfach eine ganz frische, schöne, pfirsichfarbene Farbe. Aber wieso ich ihn in die Kategorie getan habe, ist, weil gerade diese beiden Farben doch sehr orange sind. Sprich, wenn man sagt, man möchte es doch ein bisschen tiefer, ein bisschen orangiger haben, dann kann man das auch einzeln verwenden. Also ich finde dieses Produkt einfach total toll, weil man da ganz viel mit rumspielen kann und es sich auch einfach total leicht verblenden lässt. Dann habe ich noch eine totale Traumkombi von MAC. Ich zeige die beiden zusammen, weil ich sie immer zusammentrage. Ich weiß nicht wieso, es hat sich so eingespielt. Man kann sie auch bestimmt alleine tragen. Und zwar sind das diese beiden Farben hier in der Mitte. Einmal habe ich Margin und einmal Style. Margin ist eher so ein natürlicher Nude-Ton, der so ein bisschen was an Pfirsich hat, so ein bisschen was an Braun, so eine Mischung, der ist aber sehr, sehr glowy. Und dann habe ich hier einmal Style und das ist wirklich so ein Straight-Up-Orange, der auch sehr viel Glow hat. Also gerade wenn man sagt, man möchte es wirklich so ein bisschen schon an die Richtung Speckschwarte haben, sind diese, aber eine schöne Speckschwarte natürlich, sind diese beiden einfach wundervoll zusammen. Sie sind auch alleine wundervoll. Ich mag einfach sehr gerne diesen extremen Sheen, den sie haben. Das ist schon mehr als ein Satin Finish. Aber da zum Glück kein Glitzer drin ist, weil ich Glitzer ganz furchtbar finde, haben sie einfach diesen extremen Glow, der wundervoll ist. Gerade zu gebräunter Haut. Also gerade im Sommer sind die beiden einfach der absolute Knüller. Wenn ich dann aber sage, okay, ich möchte sowas wie Style tragen, was ich eben gezeigt habe von MAC, aber nicht mit diesem extremen Glow, dann benutze ich von Art Deco die Nummer 11. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Orangeton, den man auch sehr schön tragen kann, wenn man den Rest so ein bisschen zurückhält. Also das ist auch eine Farbe, die sehr kräftig ist. Man kann sie natürlich auch mit einer ganz leichten Hand benutzen. Da kann man auch durchaus noch eine knallige Lippe dazu tragen. Jetzt komme ich noch zu zwei Farben, die ich sehr gerne trage, wenn ich nur Wimperntusche trage, kein Lidschatten, kein gar nichts und eine sehr, sehr glossige Lippe habe. Das ist aber auch was für etwas Mutigere unter uns. Und zwar ist es einmal von Max Factor der Miracle Touch Creamy Blush in der Farbe Soft Candy. Alle diese Creme Blushes empfehle ich euch zu 100%. Das sind die besten Creme Blushes in der Drogerie, das habe ich schon öfter mal gesagt. Sie sind hässlich in der Verpackung, gar keine Frage, hässlich wie die Nacht, aber es ist egal, weil das Produkt absolut der absolute Knaller ist. Wirklich, wirklich wahr. Gerade wenn ihr sagt, ihr möchtet Creme-Produkte ausprobieren, aber jetzt nicht irgendwie in MAC, Bobbi Brown, was auch immer zu investieren mögt, dann geht erstmal zu Max Factor und probiert die aus. Man hat einfach eine total schöne Frische mit denen auf der Wange. Wenn man aber sagt, man möchte es trotzdem rot, knallig, aber ohne Cremeprodukt, dann Achtung, es wird euch blenden. Das ist eine wirklich krasse Farbe. Und zwar ist es Scandalous von Sleek. Ich liebe die Sleek-Produkte auch, sind sehr günstig. Man hat tolle Farbauswahl. Aber ein Rot muss schon sein ab und zu, finde ich. Also gerade wenn man mal sagt, man möchte mal was anderes haben, ist eine rote Rougefarbe eine total schöne Wahl. Und ja, die Pigmentierung ist nicht von dieser Welt, es ist krass, also man darf den Pinsel reintauchen und dann muss man ihn 10 Minuten ungefähr verteilen, damit man sich nicht overblusht. Aber wenn man dann die richtige Dosierung hat, ist es eine wundervolle Farbe. Das war's mit meinen Frühlingsblushes fürs Jahr 2014. Ich hoffe, das war jetzt kein Informations-Overload, aber ich wollte einfach ganz viele Farben euch zeigen und ich hatte noch so viele andere Farben euch zu zeigen. Aber das ist auf jeden Fall erstmal das, worauf ich mich sehr freue, es zu tragen in den nächsten kommenden Monaten. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr auch das Video am Freitag nicht verpasst. Denn da geht es auch in diesen drei Kategorien um meine Lieblingslippenstifte für den Frühling 2014. Also ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Dann sehen wir uns Freitag wieder. Habt eine ganz schöne Woche und bis dahin, ich freue mich. Ciao! Ähnlich wie die MAC Face and Body, zu der wir auch noch kommen. Und sie hat ein sehr interessantes Finish. Wenn man es auf dem Handrücken swatcht, ist es sehr flüssig, so wie Wasser.